Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Lesson in unserem Let's Code Swift. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich wie immer sehr. Und wir sind weiterhin beim Thema der globalen und lokalen Variablen, meine Freunde. Und da gibt es doch ein bisschen was zu erzählen. Und ihr habt ja schon gemerkt, ich gebe mir Mühe, dass jedes einzelne Thema so in eine eigene Lesson gepackt wird. Zum einen, um es für mich ein bisschen einfacher zu machen, das Ganze zu koordinieren, weil man doch relativ schnell ins Schlingern kommt und auch einfach wirklich eher so schöne kleine Pakete zu haben, in denen halt dann jeweils ein bestimmtes Thema behandelt wird. Ich möchte eh mal gucken, langfristig, dass ich nicht mehr so die Überlängen-Videos mache, weil ich auch nicht weiß, ob die so angenehm zum Gucken sind, wenn man da irgendwie über 10 Minuten Material hat. Irgendwann mag das Hirn ja dann auch nicht mehr so. Und von daher, ja, mal schauen, wie das so läuft. Ihr wisst, euer Feedback ist jederzeit erwünscht. Ich mache hier derweil einfach mal so weiter. Ja, Thema globale und lokale Variablen. Da haben wir ja in den letzten 3 Lessons, glaube ich, waren sie jetzt insgesamt. Oder 2, ich bin mir nicht mehr sicher. Schon einiges gehört. Und es geht heute weiter mit den sogenannten Computed Variables. Da können wir eigentlich eine ganz schöne Brücke schlagen zu dem, was wir in der letzten Lesson hatten. Da haben wir ja die Stored Variables kennengelernt. Was im Endeffekt ja die globalen und lokalen Variablen sind, die wir so schon die ganze Zeit verwenden. Die haben wir dann mit den Stored Properties verglichen und gesehen, dass wir bei diesen Stored Variables auch die Property Observer anwenden können. Und bei den Computed Variables ist es im Endeffekt ganz ähnlich. Die sind vergleichbar mit den Computed Properties. Sprich, wir können auch globale und lokale Variablen erstellen, die über mindestens einen Getter, optional auch über einen Setter verfügen. Also genau so, wie wir es von den Computed Properties her kennen und somit festzulegen, dass diese eben keinen festen Wert selbst speichern, wie es bei den Stored Variables der Fall ist, sondern dynamisch dann eben bestimmte Befehle ausführen. Und genau das gucken wir uns heute an. Ich bereite dazu mal wieder 2 Beispiele vor. Wir fangen mal direkt mit einer globalen Variable an, die wir als Computed Variable umsetzen. Das heißt, ich erstelle jetzt weder einen Typ noch eine Funktion noch sonst irgendwas. Wir sind direkt hier im Playground auf der obersten Ebene. Das heißt, alles, was wir hier an Variablen erstellen, sind globale Variablen. Das haben wir ja schon kennengelernt. Was jetzt diesen Kontext betrifft, ist das auf jeden Fall so. Gut, und dann mache ich das einfach mal, nenne das Ganze Global Variable und sage mal, dass diese Variable vom Typ String sein soll. Bei den bisherigen Stored Variables, ja, sind wir jetzt einfach hergegangen und haben zum Beispiel einen festen Wert zugewiesen, den Stored Variables eben speichern, so wie das eben nun mal ist. Und bei den Computed Variables werden eben dynamisch dann bestimmte Befehle ausgeführt, wenn man auf die Variable zugreift oder ihr einen neuen Wert zuweist. Genauso wie wir das von Computed Properties erkennen und genauso wird das auch umgesetzt. Das heißt, statt einer Wertzuweisung setze ich hier eine geschweifte Klammer und schließe das Ganze per Return ab, dass ich hier so einen schönen Funktionsrumpf habe. Und dann kann ich anfangen, meinen Getter bzw. Setter zu implementieren. Genauso wie man es von den Computed Properties her kennt. Das heißt, für den Getter schreibe ich das Schlüsselwort get. Und anschließend füge ich hier den Code ein, der eben ausgeführt werden soll, wenn man hier auf diese Variable zugreift. Beim Getter ist natürlich wichtig, der Getter muss einen Wert zurückliefern. Denn ich greife ja hier auf diese Variable zu, ich erwarte also einen Wert davon und der muss natürlich zu diesem Typ konform sein, den wir angegeben haben. Aber das ist ja im Endeffekt nichts Neues. Wie gesagt, Thema Computed Properties, da hatten wir das. So, und ich gebe hier einfach ganz simpel mal als Wert den String globale Variable zurück. Und das war's. Schon haben wir tatsächlich eine Computed Variable erstellt, die, wenn wir auf sie zugreifen, uns hier den Wert globale Variable zurückgibt. Ich implementiere der Vollständigkeit halber auch mal einen Setter. Das mache ich aber jetzt ganz simpel. Ich gebe hier einfach ein Print-Statement aus, in dem ich über das neue, den neuen Wert informiere, den wir zugewiesen haben. Da schreibe ich einfach globale Variable wurde Wert. So, und dann geben wir hier den übergebenen Wert rein. Kriegen wir auch über das Schlüsselwort New Value, genau wie wir es von Computed Properties erkennen, meine Freunde. Ich kann es nicht oft genug sagen. Globaler Variable wurde Wert zugewiesen. Punkt. Das nur mal wirklich als einfaches Beispiel. Ne, ihr wisst ja, ich mache meine Beispiele immer sehr einfach, weil ich schlicht und ergreifend die Grundfunktion erklären will und das Verständnis dafür wecken will, dass man da natürlich viel mehr draus machen kann, ist klar. Aber das hängt dann eben von Projekt zu Projekt ab und das soll hier wirklich einfach nur eine Spracheinführung mal sein, um zu sehen, was in Swift überhaupt möglich ist.
So, das haben wir jetzt geschrieben. Wir können uns das Ganze mal angucken. Passt mal auf, Freunde. Ich greife hier einfach mal auf Global Variable im Playground zu. Dann sollten wir ja hier... Oh, magically sehen wir hier, dass wir genau diesen Wert zurückbekommen, den wir hier im Getter implementiert haben. Also Global Variable hat hier, gibt uns hier den Wert globale Variable zurück als String. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, globale Variable ist gleich 19, ja, so, dann warten wir kurz. Und dann sehen wir, es wird dieser Setter hier aufgerufen und wir schreiben in die Konsole, globale Variable wurde Wert 19 zugewiesen. Schlicht und ergreifend. Also das Ganze funktioniert, das ist schon mal super. So, und jetzt um das Ganze abzuschließen, gucken wir uns dasselbe Prinzip auch nochmal für lokale Variablen an. Dazu baue ich mal wieder meine Test-Structure. So, Structure. Ich nenne sie a Structure. So, und verpasse der jetzt einfach mal eine Methode. Ich nenne sie wieder a Method. Und dort deklariere ich wieder meine lokale Variable. Denn jetzt sind wir ja in diesem Rumpf von der Methode. Das bedeutet, die Variable, die ich hier erzeuge, steht nur innerhalb dieses Bereichs zur Verfügung. Ja, und deswegen ist das auch entsprechend eine lokale Variable und nicht wie hier eine globale Variable. Nur um das nochmal zu wiederholen an dieser Stelle. So, und das Prinzip ist hier genau das gleiche. Das heißt, ich gebe hier an, von welchem Typ diese Computed Variable, die ich daraus machen möchte, sein soll. Und dann kommt wieder dieselbe Syntax mit Getter und Setter. Das heißt, ich sage hier Get. So, und dann sagen wir auch einfach nur, okay, gib hier den String, ups, lokale Variable zurück. Wie gesagt, beim Getter ist immer ganz wichtig, dass ein Wert zurückgeliefert wird. Ja, denn darauf wird eben zugegriffen, wenn man auf diese Variable zugreift. Die muss also irgendwas liefern. So, und dann haben wir noch den Setter. Zack, und ich mache hier das Gleiche. Da gebe ich einfach ein Print-Statement aus und sage, hoppala. Lokale Variable wurde Wert, so, gehen wir auch, New Value rein, zugewiesen. Hoppala. Ja, also äquivalent zu unserer Global Variable. Und das war's auch schon. Ja, und damit das Ganze wieder funktioniert, greife ich mal hier in der Methode einfach auf die Variable zu. Das heißt, als erstes lesen wir sie einfach nur mal aus. Und damit das Ganze funktioniert, muss ich natürlich diese Methode aufrufen. Das heißt, ich erstelle noch hier eine Instanz von a Structure und rufe darauf a Method auf. So, damit wir auch sehen, was jetzt hier innerhalb dieser Methode passiert. Und wir sehen schon, wenn ich hier auf Local Variable zugreife, bekomme ich den String lokale Variable zurück, genau wie es hier im Getter gesetzt ist. Und wenn ich hier jetzt einen Wert zuweise, dann bekommen wir hier entsprechend ein Print-Statement. Lokale Variable wurde Wert 99 zugewiesen, sprich der Setter wurde hier erfolgreich aufgerufen. Ja, Freunde, das war jetzt eigentlich schon alles, was es zum Thema Computed Variables zu erzählen gibt. Wir haben das Ganze mal hier ganz schön in der Praxis gesehen, am Beispiel einer globalen wie auch einer lokalen Variable. Im Endeffekt gilt bei der Implementierung von Computed Variables dasselbe wie für Computed Properties. Ich habe ja zum Beispiel auch schon gesagt, der Getter ist immer Pflicht, der Setter ist optional. Ja, und ihr seht ja auch von der Syntax her, ist das Spielchen genau das gleiche wie bei Computed Properties. Nur eben, dass wir in diesem Fall gar keine Properties haben, sondern tatsächlich eben eine globale bzw. lokale Variable. Ja, Freunde, das war's für diese Lesson. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ganz interessant. Ich persönlich finde das ganz cool, was man allein schon mit Variablen in Swift alles so anstellen kann. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit und freue mich, wenn wir uns dann in einer der nächsten Lessons wiedersehen. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.